und oft in Stuttgart. Die tiefsten Bauwerke, Kunstbauwerke heute im problematischen Stuttgarter Untergrund sind die S-Bahn-Tunnels. Sie wissen selber, wenn Sie von der S-Bahn in Stuttgart unten tief ankommen, wie hoch die Rolltreppen sind, bis Sie das Tageslicht da drin erreichen. Ne? Sind lange Rolltreppen bloß mal bis zur Klettpassage und dann müssen Sie dann nochmal höher. Und je weiter Sie dann hochfahren Richtung Schwabstraße, an der Schwabstraße ist die längste Rolltreppe überhaupt. Ich habe es jetzt nicht ausgemessen, aber Sie fahren eine halbe Ewigkeit, so ähnlich wie am Flughafenterminal da in Zukunft, fahren Sie eine halbe Ewigkeit hoch, auch nochmal auf eine Zwischenebene und dann vollends hoch. Das heißt, die S-Bahn-Tunnels, die liegen definitiv am tiefsten von allem, was man bislang gebaut hat in der Stuttgarter Innenstadt. Aber, sprengende Punkt ist, die S-Bahn-Tunnels sind alle in Längsrichtung, will heißen, Stuttgart ist ja von drei Seiten umgeben von Hügeln, also von Bergwänden, ja. Und das Wasser, sowohl das Mineralwasser als auch das Grundwasser, hat nur einen Ausgang, nämlich runter Richtung Cannstatt. Das ist die einzige Öffnung. Das Wasser läuft also in eine definierte Richtung. Alle Arten von Wasser, egal, selbst das Wasser oben auf der Straße, läuft Richtung Cannstatt. Die S-Bahn-Tunnels, die Tiefen, liegen in genau dieser Richtung. Erstens am Rand des Innenkessels, ja, und dann exakt in der Flussrichtung. Jetzt stellen Sie sich vor, was macht Wasser in Längsrichtung, wenn es auf ein Hindernis stößt. Es ist gar kein Hindernis. Es läuft dann halt an der Außenwand in der gleichen Richtung weiter. Der Tiefbahnhof wird das erste Großbauwerk sein, das quer dazu liegt. Das ist der springende Unterschied. Wir haben ein paar wenige Stadttunnels, gerade zwischen Klettpassage, also Tiefhauptbahnhof, und Staatsgalerie. Dort gibt es ein paar U-Bahn-Tunnels, die ebenfalls quer zur Flussrichtung liegen. Viel höher. Aber das sind 4,5 Meter Röhren. Dieser Tiefbahnhof-Trog wird 80 Meter breit sein. 80 Meter gegen 4,5 Meter. Der wird wie ein, und 400 Meter lang, mit 1 Meter dicken Betonwänden. Der wird ein massiver Damm sein, der liegt zwischen 8, er hat ja dieses Gefälle, ja, zwischen 8 und 14 Meter unter dem heutigen Parkniveau, also die Sohle von diesem Trog. Und, ganz wichtiger Punkt noch, das ist ein ehemaliges Sumpfgelände. Von allen Seiten läuft ja bis heute das Wasser überirdisch und unterirdisch in den Talkessel hinab. Da kann man sich leicht vorstellen, am tiefsten Punkt da unten ist das Wasser am meisten versammelt. Sprich, wir hatten da früher Sumpflandschaft, das hat man ein Stück weit trockengelegt. Bis heute ist aber da knapp unter der Erdoberfläche steht schon der Grundwasserspiegel an. Und jetzt ist der Boden dadurch ist sehr weich. Jetzt stellen Sie sich mal vor, was ein 400 Meter langer, 80 Meter breiter, 1 Meter dicke Betonwände, Betontrog wiegt. Der würde einsinken in diesem weichen Boden und natürlich ungleichmäßig einsinken. Ja, der sinkt dann nicht wie ein Brett am Stück ein, sondern an der einen Stelle gibt es früher nach, an der anderen später nach, ja, dann gibt es einen Knacks. Um das zu verhindern, muss er pfahlgegründet werden. Das heißt, er braucht von unten Pfahlstützen. Er kriegt, das ist jetzt so ein Beispiel, ich habe Ihnen vorhin gesagt, mit den Unterlagen, mit den vielen, vielen Aktenordnern, die eine Bürgerbewegung eigentlich alle durcharbeiten müsste. Wir haben das erst selber vor einem Jahr, maximal vor einem Jahr entdeckt. Das war eine gigantische Entdeckung durch Zufall. Da stand irgendwo in einem Aktenordner 40 plus X auf Seite 318, stand dann zu lesen, Pfahlgründungen, 3.500 Ortbetonpfähle zwischen 10 und 15 Meter Tief, Länge müssen zunächst in den Boden gerammt werden, auf dem dann dieser Betontrog ruht. Die werden nicht gebohrt, sondern die werden gerammt. Da steht dann im Detail, also diese Planfeststellungsunterlagen, die verheimlichen nichts. Die sagen alles. Sie müssen es nur lesen, sie müssen es nur finden. Ja, und da steht dann im Detail drin, jeder Pfeiler wird mit 125 Rammschlägen in den Boden getrieben. Die Belästigungen für die Anwohner durch Lärm und Erschütterungen sind nicht zumutbar. Steht da drin. Und damit ist es nicht getan. Sie werden 3.500 Pfähle multipliziert mit 125 Schlägen, sagt mein Taschenrechner, das ist eine knappe 500.000 Rammschläge mitten in der City. Es geht ein halbes Jahr, wenn alles gut geht, ein halbes Jahr lang, von morgens bis abends Schläge, 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 wackeln und lärmen.
Und darauf ruht dann dieser Betontrog. Und diese, wenn Sie jetzt überlegen, dieser Betontrog, die Sohle ist schon mal bis zu 14 Meter unter dem Parkniveau. Und dann nochmal 10 bis 15 Meter Pfeiler, ein ganzer Wald von Betonpfeilern, wie tief die jetzt in diesen Wasserströmen liegen, um auf Ihre Frage zurückzukommen. Das ist weit tiefer als jeder U-Bahn-Tunnel, der ohnehin nur 4,5 Meter Durchmesser hat, heute hat. So, und jetzt brauchen Sie wieder Fantasie, die brauche ich auch, ja, wir wissen es nämlich alle nicht. Niemand weiß es, weder die noch wir. Aber der gesunde Menschenverstand sagt mir, es ist ein Unterschied, ob ich knapp unter der Erdoberfläche 4,5 Meter Tunnelröhren liegen habe, die auch quer liegen, oder ein solches Betonmonstrum mit diesem Wald von Ständern unten drunter. Jetzt machen Sie sich einen Reim. Dass bei der S-Bahn wenig bis nichts passiert ist, liegt ausschließlich daran, dass sie in Fließrichtung gebaut wurden. Und jetzt geht man das Experiment ein oder will es eingehen, quer dazu zu bauen. Das ist neu, komplett neu da hinten. Ja, eine Frage. Sie haben jetzt die Gefahr gezeigt, dass dadurch, dass das Sumpfgelände vorhanden ist, dass diese ganze Chance sich setzen könnte. Es gibt aber auch Stimmen, die sagen, das Ganze schwimmt auf. Genau, so wie der Tunnel unter Mercator, habe ich vorhin ja erklärt, bei Hochwasser auch Auftrieb bekommen kann, so können es bei starkem Hochwasser, wo ja dann auch der ganze Untergrund in Stuttgart wie ein Schwamm sich zusätzlich vollsaugt,